Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Märkte am Morgen. Ich bin gerade spontan für den Kollegen Martin Weiß eingesprungen. Mittwoch, Sie wissen es vielleicht, die Fertigstellung des Aktionärs steht an. Deswegen ist der Kollege jetzt momentan verhindert. Aber ich bin hier und Donald Trump hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass die Verhandlungen über das neue Konjunkturpaket jetzt erstmal auf Eis liegen bis nach der Wahl. Also in den nächsten vier Wochen, bisschen weniger als vier Wochen, wird da erstmal nichts passieren. Erst nach der Wahl wird oder soll weiter verhandelt werden. Das hat den US-Märkten gestern gar nicht geschmeckt. Die sind dann ins Minus gedreht, beziehungsweise dann auch deutlich im Minus aus dem Handel gegangen. Wie der DAX jetzt heute darauf reagieren könnte, das erfrage ich jetzt bei unserer Korrespondentin in Frankfurt, bei Franziska Schimke. Guten Morgen. Franzi, ja, gestern sah es alles noch ein bisschen positiver aus. Der DAX ist ja auch ein Plus aus dem Handel. Jetzt hat die Stimmung eben gedreht. Wie schlecht könnte es heute laufen für den DAX? Einen schönen guten Morgen erst einmal. Ja, das US-Konjunkturpaket, das ist das große Thema und natürlich die Corona-Infektion des US-Präsidenten. Nachdem bekannt wurde, er ist an Corona infiziert, ging es nach unten für die Börsen. Dann schnelle Genesung, es ging zurück ins Weiße Haus. Die Märkte legen wieder zu, die Hoffnung auf ein schnelles Beschließen des nächsten US-Konjunkturpakets war ein großer treibender Faktor, denn es hieß, die Umfragewerte für den US-Präsidenten, sie sind negativ und vielleicht könnte man etwas Sympathie zurückgewinnen, wenn man jetzt eben dieses Konjunkturpaket schnell auf die Beine stellt und bringt. Jetzt dann aber gestern die Absage. Keine Verhandlungen mehr bis nach der Wahl, nach dem 3. November. Nachdem diese Aussage getätigt wurde, ist es sehr spannend im Chart zu sehen. Beim Dow Jones ging es strack nach unten. 1,3% das Minus beim Dow, fast nur Verlierer im Dow. Also die Stimmung ist massiv gekippt. Wirft man einen Blick auf die asiatischen Märkte, in China nach wie vor Feiertag kein Handel. Der Nikkei allerdings nur moderat im Minus mit 0,2%, der Hang Seng sogar im Plus mit 0,6% und der DAX gestern ja noch erst unbeeinflusst, ob dieser Neuigkeiten, da war der Handel hier nämlich schon geschlossen. Wir haben also den zweiten Tag in Folge grüne Vorzeichen eingefahren. Es ging wieder über die 12.900-Punkte-Marke auf das Niveau von Ende September. Die Bullen also hier kräftig vorne weg, aber den fährt man jetzt in die Parade und trotzdem sehen wir erst einmal nur ein moderates Minus im vorbörslichen Handel von 0,2-0,3%. Das ist etwas erstaunlich, wenn man hier die Experten auf dem Parkett befragt. Aber der Tag startet ja erst und dann wird man mal schauen, wie das letztlich hier ankommen wird. Aber eigentlich war eben genau dieses Konjunkturpaket das erhoffte, der treibende Faktor hier zuletzt. Jetzt dürfen wir gespannt sein, was man sich als neues Argument sucht oder ob die Abschläge dann doch etwas deutlicher heute werden. Erstmal vielen Dank für den Überblick, Franziska. Ja, tatsächlich etwas überraschend, dass der DAX nur leicht im Minus erwartet wird. Aber wie Franziska sagt, wir müssen mal gucken, ob das dann auch im Handelsverlauf so bleibt. Hinter mir sehen Sie schon diverse iPhone-Modelle. Das sind die aus dem vergangenen Jahr. Aber am kommenden Dienstag, 13. Oktober, findet mal wieder eine Apple-Online-Veranstaltung. Mittlerweile ja alles online statt. Und da dürften dann wahrscheinlich die neuen Modelle, die neue iPhone-Familie vorgestellt werden. Im September bei der letzten Präsentation, da gab es ja noch keine neuen iPhones. Jetzt dürfte es aber endlich soweit sein. 5G-fähige Modelle sollen dann ja präsentiert werden und hoffentlich werden die dann auch in Kürze veröffentlicht, damit hier Apple noch, also aus Sicht von Apple hoffentlich, damit sie das Weihnachtsgeschäft mitnehmen können. Gestern gab es auch noch einen Bericht zu Apple, oder Bloomberg hat zumindest berichtet, dass Apple schon Ende des vergangenen Monats den Verkauf aller Kopfhörer und Lautsprecher von Bose, Logitech und Sonos eingestellt hat. Man entwickelt jetzt hier eigene Über-Ohr-Kopfhörer und auch die kleine Version des HomePods, diesen Smart Speakers. Und deswegen scheint man da nicht mehr mit den anderen zusammenarbeiten zu wollen. Wobei Apple und auch die anderen erstmal zu keiner Aussage hier, zu keinem Kommentar bereit waren. Hier sehen wir noch die Apple-Aktie, die sich nach dieser extremen Rallye seit dem Corona-Crash-Tief extrem gut entwickelt hat. Zuletzt ein bisschen zurückgekommen, orientiert sich momentan seitwärts, konsolidiert etwas. Mal schauen, wie es da weitergeht. Da wartet man vielleicht auch eben auf die Konjunkturpaketgeschichte und Ähnliches, dass es da Positives zu vermelden gibt. Das wird jetzt ja doch ein bisschen dauern. Eher Negativeres gibt es, wir bleiben beim Tech-Sektor, für Apple und die anderen großen Tech-Konzerne. Also Amazon, Facebook und Alphabet und eben Apple. Denn im US-Kongress, da brauen sich so ein bisschen Pläne zusammen, dass man diese Konzerne, die ich gerade erwähnt habe, zu einem fairen Wettbewerb zwingen möchte. Was heißt das? Also die Abgeordneten, die haben einen Untersuchungsbericht abgegeben und demnach wird auch über Zerschlagung hier
gesprochen oder wird das Wort Zerschlagung in den Mund genommen. Man spricht von bestimmten dominierenden Plattformen. Man hat diesen Bericht eben gestern veröffentlicht. Es geht konkret eben um Apple, Amazon, Facebook und Google und die hätten ihre Marktmacht zuletzt missbraucht. Ein Beispiel dafür sei die Benachteiligung der Konkurrenten auf den Plattformen. Gerade Apple wird da ja immer wieder verklagt, zuletzt von Epic Games oder auch von Spotify. Und auch die Übernahme potenzieller Rivalen, die in der Vergangenheit getätigt wurden. Da kommt wieder Facebook ins Spiel, als man WhatsApp oder Instagram übernommen hat. Das sind Gründe, warum man eben da sagt, die hätten die Marktmacht missbraucht. Deswegen gibt es Vorschläge, die eine neue gesetzliche Regelung hier fordern. Das Repräsentantenhaus oder im Repräsentantenhaus haben ja momentan die Demokraten die Mehrheit, im Senat allerdings die Republikaner. Am 3. November, wenn der neue Präsident gewählt wird, wird aber auch über die Sitze im Repräsentantenhaus abgestimmt und auch über 35 der 100 Plätze im Senat. Da kann sich also auch einiges nochmal neu zusammenwürfeln und dann könnten diese Pläne, die es schon länger gibt, also die Zerschlagung von Facebook und Co., die schon lange im Gespräch, gerade die Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren, Die hat sich schon oft diesbezüglich geäußert. Das war aber alles noch nicht wirklich konkret. Jetzt, vielleicht dann auch nach der Wahl, könnte das Ganze doch konkreter werden. Und das dürfte vielleicht hier diesen drei Konzernen nicht wirklich schmecken. Wir sehen hier den Vergleichschart auf Sicht des letzten Jahres von Amazon, von Alphabet und Facebook. Amazon hat sich am besten entwickelt, auf Jahressicht ein Plus von fast 79%, dann die Entwicklung hier von Facebook auf Platz 2, fast 44% und Alphabet hat eine Entwicklung von gut 20% auf Sicht des letzten Jahres. Wir machen weiter mit Nikola, denn da gibt es mal wieder negative Schlagzeilen wie zuletzt so oft. Es gab ja die Betrugsvorwürfe von Hindenburg Research gegen auch unter anderem den Chef Trevor Milton. Da gab es diverse Anschuldigungen, die da getätigt wurden, wo auch immer noch überprüft wird, was da dran sein könnte. Jetzt wurde aber bekannt, dass es schon vor diesen Vorwürfen von Hindenburg Research massive Zweifel an Trevor Milton selbst gab. Der ist jetzt zurückgetreten im Zuge dieser Vorwürfe, aber ein Bloomberg-Bericht hat jetzt gezeigt, dass einige der frühen Investoren von Nikola, also schon vor dem Börsengang im Juni, sich negativ gegenüber dem Chef hier geäußert haben. Sie haben auch dafür gesorgt, dass er dann nicht mehr als Nikola CEO auftritt, sondern die Position des Executive Chairman innehat. Federführend oder so ein Wortführer der ganzen besorgten Investoren, das war der Investmentfonds Fidelity Instruments und es wird vor allem Trevor Milton vorgeworfen, dass er viel verspricht und wenig halten kann. Also er hat immer große Visionen und Versprechungen, die er auch in alle Welt herausposaunt, quasi auf seinen Social-Media-Kanälen etc., aber dass er diese Visionen dann eben nicht hat, in die Tat umsetzen kann, das wird ihm vorgeworfen oder wurde ihm vorgeworfen, schon lange vor dem Börsengang von Nikola. Die Nikola-Aktie, ein bisschen ein Trauerspiel. Zuletzt hat sie sich ein bisschen von diesen Tiefstwerten entfernen können, die ja dann, also ist natürlich unter Druck gekommen, nachdem es hier diese Betrugsvorwürfe von Hindenburg Research gab, aber man bewegt sich auf weiterhin niedrigem Niveau, bis man da vielleicht ein bisschen konkretere Infos hat. Wir sprechen an dieser Stelle nochmal über den deutschen Leitindex. Sie haben es vielleicht mitbekommen, die deutsche Börse, die hat in dieser Woche eine Reform des DAX ins Spiel gebracht und zwar soll es laut deren Meinung in Zukunft 40 statt bisher 30 Werte im DAX geben. Außerdem soll als Voraussetzung für die DAX-Aufnahme gewährleistet sein, dass man eben Gewinne schreibt, dass man profitabel ist. Welche Konzerne da in den DAX aufsteigen könnten, wenn er tatsächlich von 30 auf 40 Werten aufgestockt wird, das haben wir hier uns mal angeguckt, wenn man die aktuelle Marktkapitalisierung zugrunde legt, also Stand jetzt, es wird ja momentan erstmal darüber beratschlagt, findet eine Abstimmung statt, also es wird alles noch ein bisschen dauern, das heißt, die Marktkapitalisierung kann sich bis dahin auch nochmal ändern, aber Stand jetzt hätten große Chancen auf einen DAX-Aufstieg tatsächlich Airbus, Symrise, Zalando, Sartorius, Kia Gen, LEG Immobilien, Brenntag, die Hannover Rück, dann Siemens Healthineers, hätten wir schon den zweiten Siemens-Konzern im DAX und auch Scout24 darf sich Hoffnungen machen. Die Commerzbank wiederum, die hätte anscheinend oder zumindest stand jetzt keine großen Chancen auf eine Rückkehr in den DAX, Comeback quasi fast ausgeschlossen. Die wären aktuell nur auf Platz 47. Covestro ist ja momentan im DAX, wäre auch nur auf Platz 40, also haarscharf mit dabei, wenn der DAX wirklich neu zusammengewürfelt werden würde. Wir gucken exemplarisch mal auf zwei Charts dieser Werte, die in den DAX aufsteigen könnten. So zum Beispiel Symrise,
Die waren ja auch vor kurzem schon im Gespräch, dass sie eben Wirecard ersetzen, kam dann schlussendlich nicht so. Die Symrise-Aktie ist auch, hat sich sehr gut entwickelt seit dem Corona-Crash zuletzt. Nachdem es hier wirklich stetig nach oben ging, haben wir einen kleinen Rücksetzer hier gesehen. Aber ja, Gewinnmitnahme nach den deutlichen Zugewinnen in den vergangenen Monaten. Und ebenfalls Hoffnungen kann sich Zalando machen auf einen DAX-Aufstieg. Auch da wissen wir ja die Story, Corona-Gewinner. Einer der Konzerne, die eben hier vom Lockdown, von Corona, von dem Trend zum Onlinehandel am deutlichsten profitieren. Deswegen auch hier der ordentliche Anstieg der Aktie. Im Grunde ist der weiterhin ungebrochen auf einem sehr hohen Niveau von fast 80 Euro hier im Moment. Das war's mit Märkte am Morgen. Heute Nachmittag ist dann der Kollege Martin Weiß bei der Opening Bell wieder für Sie am Start. Und wir sehen uns im weiteren Programm von der Aktionär TV, beispielsweise gerne um 9 zum DAX-Check, wenn Sie mögen. Ja, ansonsten schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.